nicht. Verzeih, jetzt ist nicht die Zeit für Grübeleien. Graf Othon muss benachrichtigt werden. Es können die Ritter übernehmen. Und wir statten Aemerick einen Besuch ab. Was meinst du, Elsa? Es wird ihn ebenfalls interessieren, was wir zu berichten haben. Und ich muss wissen, wie es Alice geht. Der Großmeister ist bestimmt schon zur Kongregation der Tempelritter zurückgekehrt. Lass uns gleich dorthin aufbrechen. Wir können, falls nötig, unterwegs Rast einlegen. Zum vergessenen Ritter muss ich, okay. Ja, schwarz mal hier. Ich glaube, die haben sowas nicht. Wir haben noch 17 Missionen vor uns. Yay! Oh. Und wie viele Missionen erwarten uns in Stormblood? 100, glaube ich. Aber es macht nichts aus. Ich liebe es, wenn es so viel ist. Hat man wenigstens was zu tun? Oh. Ich will erstmal in Stormblood ankommen. Das ist mir wichtig und Stormblood kann ich dann genießen. Obwohl ich würde ja ein bisschen Geld sparen, aber. Also, zurück. Heißt es, ist alles nach Plan verlaufen? Die Beschwörung von Garuda konntest du also verhindern. Das ist gut. Ich danke dir im Namen aller Ishgarda. Hier ging es wesentlich ruhiger auch dazu. Auf Tartarus Bitte ist Shishtola gekommen, um bei Alicés Pflege zu helfen. Die anderen haben mir von deiner Begegnung mit den Kriegern der Dunkelheit erzählt. Und was du über ihre Handlungsmotive in Erfahrung bringen konntest. Leider haben meine Nachforschungen nichts weiteres ergeben. Lasst uns zuerst zu Alice ins Krankenzimmer gehen. Keine Angst. Sie ist stark. Sie wird es schaffen. Sie ist schließlich Alfinos Schwester. Und die Enkelin von Lulisor. Ja, genau. Man schaut automatisch da. Alice, geht es dir besser? Wie viele Missionen gibt's denn noch? Ja, es geht schon wieder. Vielen Dank, Alfie. Hauptstory, über 300 Missionen. Und dir danke ich auch. Ich habe gehört, dass du in die Schluchten von Xelfatul vorgedrungen bist. Selbst Pandoria hat gesagt, FF14 ist so groß, dass es nicht beenden konnte. Und wem das Ganze zu lang dauert und sofort in eine. Tja, dass die sofort bei Stormblood angelangen wollen. Haben Alice und ich können es kaufen. Aber dass sie es tun, um ihre Welt zu retten, wer es glaubt. Zumindest widerspricht es in keinem Punkt dem, was Minfilia am Sternengrund erzählt hat. Vielleicht stimmt es tatsächlich, was sie behaupten. Alice! Was hat dich eigentlich auf die Fährte der Krieger der Dunkelheit gebracht? Nun, ich bin durch Eosea gereist, um endlich klar zu sehen. Dabei hörte ich natürlich viel vom Bund der Morgenröte und von den Taten der Kriegerin des Lichts. Aber seit einiger Zeit kursiert noch ein anderes Gerücht.
Es heißt, dass eine Gruppe Unbekannter einen Primer je nach dem anderen unterwerfe, während alle Augen auf die Umwälzungen in Ishgard gerichtet sind. Die Krieger der Dunkelheit. Und als du dich an ihre Fersen geheftet hast, wurdest du Zeugin ihrer geheimen Unterredungen mit den Ashians. Ja, so ist es. Aber wie genau soll die Jagd auf Primae eine neue Katastrophe herbeiführen? Sie wollen die Lage eskalieren lassen. Die wilden Stämme sehen, wie ihre Götter einer nach dem anderen besiegt werden. Also bereiten sie ihre erneute Beschwörung vor, und zwar in immer stärkeren Formen. Dass sogar Nidhogg gefallen ist, hat ihre Angst vor uns noch mehr geschürt. Jetzt versuchen sie, sich mit allen Mitteln zu schützen. Ich bin auch froh, dass die wieder da ist. Und weiter dreht sich die Spirale der Gewalt, wie sich die Geschichte wiederholt. Genau das ist ihr Ziel. Die Ashians bringen die wilden Stämme dazu, ihre Primae zu beschwören. Und die Krieger der Dunkelheit besiegen sie dann. Immer und immer wieder. Aber das ist noch nicht der ganze Plan. Irgendwann, wenn die Stämme begreifen, dass ihre Götter nicht stark genug sind, werden sie nach einem neuen Gott rufen. So sagten es die Ashians selbst. So weit darf es nicht kommen. Im Lichte dieser Erkenntnisse wenig erstaunlich. Aber wie Alizée und ich herausgefunden haben, bekommen die Stammespriester stetig Nachschub an Kristallen von verschiedenen Handlangern der Ashians. Wenn wir diesen Versorgungsweg unterbrechen, können wir auch die Beschwörungen fürs Erste aufhalten. Dann werden Kriele und ich im Xelfatol Untersuchungen anstellen. Vielleicht finden wir Hinweise auf diese Handlanger. Ich werde mich bei Lotast Gnad umsehen, um herauszufinden, wie die Gnad an ihre Kristalle gekommen sind. Auch sie sollen ja kürzlich eine Beschwörung durchgeführt haben. Aber Großmeister Emmerich, seid ihr sicher? Ja, wie ihr euch erinnert, mischen sich die Ashians nicht zum ersten Mal in die Geschicke meines Landes ein. Und Ishgard ist nun Mitglied der Eoseischen Allianz. Wenn von hier Gefahr ausgeht, müssen wir sie aufhalten. Leider weiß ich nicht viel über Primae-Beschwörungen. Wenn mich vielleicht jemand vom Bund begleiten könnte... Ich werde mitgehen, wenn es euch recht ist. Wir machen uns auch auf den Weg. Ouranger hat bestimmt von den jüngsten Beschwörungen Notiz genommen und kann uns wichtige Hinweise geben. Wartet! Bitte nehmt mich auch mit. Ich werde euch nicht zur Last fallen. Mir geht es wieder gut. Wirklich. Aber Alizée... Gut, Schwester. Wenn das dein Wille ist, dann lass uns gemeinsam gehen. Wartet, Fräulein Alizée. Ich habe ein kleines Geschenk. Neue Kleider und alles selbst genäht. Was mich nur an Alizée ein bisschen stört, ist, sie sieht genauso aus wie Alfino, selbst die Figur. Die sieht nicht mal weiblich aus, richtig, nur wenn man es ins Gesicht schaut. Deswegen war ich erst nicht sicher, ob das jetzt Alizée war. Es ist seltsam, wieder mit Alizée vereint zu sein. Wir sind zwar Zwillinge, doch jeder ist seinen eigenen Weg gegangen. Doch wie sieht es mit dir aus?
Du hast doch damals mit Alice von Nachforschung über diese Katastrophe umgestellt. Habe ich das? Du dachtest, ich wüsste nicht davon? Während ihrer Ermittlungen fasste meine Schwester eines Tages den Entschluss, von zu Hause wegzugehen. Auf ihrer Reise kreuz und quer durch Eosea suchte sie wohl nach Antworten auf die Fragen, die unsere Großväter betrafen. Entschuldigt, ich hoffe, ihr musstet nicht lange warten. Die Reisevorbereitungen haben etwas mehr Zeit in Anspruch genommen als gedacht. Von mir aus können wir in der Zeit aufbrechen. Da hat Tatora ja ein kleines Wunder vollbracht. Zumindest besteht jetzt keine Verwechslungsgefahr mehr. Das hoffe ich doch sehr. Ich habe es gehasst, dass unsere Eltern uns immer gleich angezogen haben. In der Schule wurde ich ständig mit dir verwechselt. Und zwar nicht nur von den Lehrern, sondern auch von deinen Verehrerinnen. Das war nicht immer lustig. Ich fand's lustig. Also ich hätte es lustig gefunden. Doch nicht vor Elsa, das ist doch peinlich. Na gut, lassen wir das. Es freut mich jedenfalls sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mit dir zusammenzuarbeiten, Elsa. Meine Nachforschungen über die siebte Katastrophe sind zwar noch nicht beendet, doch es gibt jetzt dringlichere Probleme, um die ich mich kümmern muss. Zum Beispiel die Krieger der Dunkelheit. Wir tun gut daran, uns ihrer anzunehmen, bevor wir in die verschlungenen Schatten hinabsteigen. Ich freue mich jedenfalls auf unsere Zusammenarbeit. Die Freude ist ganz meinerseits. Du hast dich verändert, und zwar nicht nur äußerlich. Man könnte fast meinen, du hast die Antwort auf die Frage, ob Eosea der Rettung würdig ist, endlich gefunden. Die Antwort gefunden? Nein, so einfach ist das nicht. Ich bin nicht so naiv, um zu glauben, dass ich alleine Eosea retten kann. Doch ich möchte mich nicht eines Tages zurückblicken und mir selbst Vorwürfe machen, nicht gehandelt zu haben. Nur deswegen stehe ich heute hier. Ich tue, was ich tun muss. Das verstehe ich. Dann lass uns jetzt gleich zum Sonnenwind aufbrechen. Orion G. soll uns sagen, was sich an der Primary Front tut. Yeah, wir können endlich... Lass du spielen? Ist es fertig installiert oder ist es nur... Ist es bereit zum Spielen? Das werden wir ja nachher sehen. Okay. Sonnenwind. Ach, da ist so weit. Warum da? Warum nicht so einen Stein? Das war immer so kurzer Weg. Aber dass sie wieder in Erscheinung tritt, lässt mich wenigstens hoffen, dass das Spiel nicht mehr ganz so politisch ist momentan. Das ist etwas, was ich so ein bisschen an dem Spiel so... Ja, und das dumm. Ich weiß! Mach ich nachher. Ich laufe nicht falsch recht. Ich bin wie Zorro! Du musst rechts abbiegen! Laufe links!
Gespräch eigentlich immer. Yay, wir sind gleich da. Könnte... Ach, komm mal immer. So, alles repariert. Das vergesse ich manchmal. Und dann wundere ich mich, dass ich so schnell sterbe. So. Das verstehe ich auch nicht. Aber... Nee. Verzeih die Störung, Orange. Ach, sieh an mich, unvorhersehbarer Besuch. Was ist euer Begehr? Ich dachte nämlich, wir wären nach Sonnenstein gezogen, aber naja, anscheinend haben wir unseren Sitz 2 erlagert. Über unsere Begegnung mit den Kriegern der Dunkelheit wurdest du bereits informiert. Nun, die Lage hat sich erneut zugespitzt. Ich hasse es dahin, weil dort gibt es keinen Kristall, wo man sofort hin teleportieren kann. Man muss man so einen langen Weg wieder laufen. In der Tat kam es in letzter Zeit zu wiederholten Primae-Beschwörungen. Mir ist auch bekannt, dass die Beschwörenden Primae allesamt unterworfen wurden. Und dass dadurch der Beschwörungseifer der wilden Stämme nur noch mehr angestachelt wurde. Es gibt nun 2 Dinge zu tun. Erstens müssen wir die wilden Stämme von der Zufuhr der Kristalle abschneiden, die zu Primae-Beschwörungen benötigt werden. Und zweitens müssen wir dafür sorgen, dass bis dahin keine weiteren Primae-Beschwörungen erfolgen. Wie können die so oft Primae beschwören? Irgendwann müssen die Materialien noch zu Ende gehen, oder nicht? Krieger der Dunkelheit und auch die Ashens werden bereits ihren nächsten Plan aussetzen. Orange, hast du eine Ahnung? Wie es der Zufall will, gerade vorhin hat mich die Nachricht erreicht, dass es Anzeichen einer erneuten Primae-Beschwörung gibt. Och nee. Die Kobolde im äußersten Lanosea, die ihren Gott Titan bereits mehrere Male beschworen haben, sollen sich verdächtig rege zeigen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie mit den Ashen zusammenarbeiten. Warum geht ihr nicht hin und macht euch vor Ort ein Bild von der Lage? Du hast recht, wir sollten die Sache nachgehen. Kein Ausblick liegt in der Gegend. Vielleicht wissen die Mitglieder des Mahlstroms genaues. Du hast uns sehr geholfen. Du hältst uns doch weiterhin auf dem Laufenden. Na, selbstverständlich. Sonst hast du uns nichts zu berichten, Orange? Sie, was willst du damit sagen? Nur, dass die Informationen etwas arg bescheiden sind, dass Orange nicht ähnlich sieht. Doch wenn das alles ist, was er in Erfahrung bringen konnte, dann will ich nichts gesagt haben. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Kannst du herausfinden, wie die Vereinigung der Welten, von der der Krieger der Dunkelheit gesprochen hat, genau abläuft? Du weißt doch bestimmt, wo du suchen musst, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Zum Beispiel in Guruns Offenbarung, Geruns Offenbarung. Ich sehe, was ich tun kann. Gut, dann lass uns gehen. Noch kein Ausblick, richtig? Kein Ausblick also.
Ich werde auf jeden Fall nachher Bar Blast Blue ein bisschen anspielen und testen. Heiliges Kanonenohr, wenn das so weitergeht, dann brauchen wir wohl Verstärkung. Besser, ich fordere sie gleich an. Ja, was willst du von mir, wenn du's nichts Dringendes ist? Bitte ich dich höflichst wieder abzuschwirren und später wieder zu kommen. Der Zeitpunkt ist gerade etwas ungünstig. Ah, du bist vom Bund der Morgenröte und interessierst dich für die Aktivitäten der Kobolde? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Die Seezwerge halten uns nämlich tüchtig auf Trab in letzter Zeit. Eine weitere Hälfte Hand kommt da gerade recht.